Die Familie von Joana lebt in einem Indio-Reservat im Süden von Costa Rica. Joana ist 15 Jahre alt und gehört zum Stamme der Bribri. Wie jedes Mädchen in diesem Alter muss Joana Hausaufgaben machen. Doch heute bereitet sie sich auf eine ganz spezielle Lektion vor. Joana wohnt wie etwa 200 weitere Bribri-Indios in diesem Reservat in einer Holzhütte mit Strohdach, ohne Fenster, ohne Strom. Doch nachdem sie die Schuluniform angezogen hat, beginnt für Joana eine Reise in die Moderne. Und dies nicht etwa wegen des klapprigen Schulbusses, der sie abholt. Die Reise führt direkt in den Cyberspace. In ihrer Schule wird der elektronische Unterricht erprobt. Das Indio-Mädchen nimmt an einem von Swisscontact unterstützten Bildungsprojekt teil. Swisscontact, die Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit, konzentriert ihre Aktivitäten auf den Bereich Ausbildung. Hier entsteht für Schulen in Costa Rica eine CD-ROM, die in der Umwelterziehung eingesetzt werden kann. Die Themen Luft, Wasser, Abfall. Das neue Lehrmittel wurde zusammen mit einem Team des kostarikanischen Instituts für Fernunterricht entworfen. Also wir haben für unser Pilotprojekt ein Land gesucht, das gute Bildungsvoraussetzungen hat. Und wir haben eine Institution gesucht, die schon Erfahrung hat im Fernunterricht. Bildungsprojekte sind eine heikle Aufgabe. Worauf muss man besonders achten? Der traditionelle Unterricht in diesen Ländern da ist Frontalunterricht. Also man glaubt, was der Lehrer oder der Professor sagt. Und es gibt eigentlich keine Gruppenlernen und wenig Integration der Schüler und der Studenten. Eine Herausforderung für Stefanie Prügel, die deutsche Umwelterzieherin, die von Swisscontact als Beraterin beigezogen wurde. Sie musste eine CD-ROM entwerfen, die nicht nur interaktiv und integrativ ist, sondern auch noch das heikle Thema Umwelt behandelt. Hier zum Beispiel das Kapitel Luft. Was ist zu beachten, wenn man ein Lehrmittel in einem fremden Land produziert? Keiner liest gern lange, langweilige Texte. Und wenn sich was tut auf dem Schirm und es bunt ist und man ein bisschen was interaktiv machen kann, das gefällt jedem, egal ob man jetzt in Deutschland, in der Schweiz oder in Costa Rica ist. Aber so vom Inhalt her, da muss ich mich schon anpassen. Klar, da muss ich schauen, was ist hier, sind hier die Gegebenheiten und die Inhalte. Also ich kann zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass das Fahrradfahren jetzt so gängig ist als Ökoaktivität. Die neu geschaffene CD-ROM wurde in abgelegenen Schulen getestet. Dort, wo das kostarikanische Institut für Fernunterricht spezielle Radiosender unterhält. Sie übertragen seit Jahren bildende und kulturelle Programme. Hier zum Beispiel ein spezielles Programm von und für Frauen. Insgesamt 12 solcher Sender gibt es in Costa Rica. In 6 läuft das Bildungsprojekt Elektronisches Lernen. Eines davon ist das Indio-Reservat in Amubri. Darum steht heute auf dem Schulhaus eine Parabolantenne für den Internetzugang via Satellit. Der Lehrer gibt eine Einführung zum neuen Unterrichtsmittel. Die meisten Lehrkräfte haben selbst noch keine Erfahrung mit elektronischem Lernen. Somit gehört auch die Ausbildung der Lehrpersonen zum Pilotprojekt. Dann hält das Indio-Mädchen zum ersten Mal eine Silberscheibe in der Hand. Im Kapitel Luft erfahren die Schüler, woraus die Luft überhaupt besteht, was die Luftverschmutzung ist und wie sie eingedämmt werden kann. Ein Thema, in welchem Swisscontact besonders stark ist, da die Organisation in Zentralamerika schon verschiedene Luftreinhalteprogramme initiiert hat. Im Kapitel Abfall erfährt Joana, dass es in Costa Rica nur eine abgedichtete und geordnete Mülldeponie gibt. Dass man Abfälle trennen soll. Dass der größte Teil des Müllers auf offenen Deponien vor sich hin modert. Und dass gut 5% des Abfalls einfach im Straßengraben landen. Aufklärung in Sachen Abfall tut Not, denn besonders in der Nähe von Städten ist die Situation alarmierend.
Spontan beginnen die Schülerinnen und Schüler zusammenzuarbeiten. Trübe das Kapitel Wasser. Die Flüsse in Siedlungsnähe sind zu Müllkippen verkommen. Hier lacht einem ein anscheinend intaktes Gewässer entgegen. Doch unterhalb der Stromschnelle verwandelt sich der Fluss zum Schaumbad. Kläranlagen kennt man nicht in Costa Rica. Das Projekt Elektronisches Lernen beschränkt sich nicht nur auf die Produktion dieser Umwelt-CD. In oder nahe bei den 6 Testschulen hat SwissContact auch sogenannte Umwelterziehungszentren eingerichtet. Hier stehen jeweils ein Dutzend Computer, vernetzt und immer online, damit die Lerninhalte mit Themen auf dem Internet verknüpft werden können. Dies ist eine neue Dimension für Schulen fernab von städtischen Infrastrukturen, wo sich nur noch schwer Lehrer verpflichten lassen. Also der Lokalpartner muss die Infrastruktur bringen, muss die Lehrer bringen und muss nachher Betriebskosten decken. Und SwissContact hat Hardware gebracht, hat Computer gebracht und hat die Unterstützung braucht in der Produktion von der CD-ROM. Für SwissContact soll daraus aber kein unbeschränktes Engagement werden. Das Ziel ist natürlich, dass sich die Zentren selber tragen und dass ein Teil von den Amortisationskosten dann auch eingesetzt werden für die Beschaffung von neuen Computern. Außerhalb der Schulzeit können die Installationen eigenes Geld erwirtschaften, zum Beispiel als Internetcafé oder als Kurszentrum für Erwachsenenbildung. Solche Nutzungsmöglichkeiten bieten sich vor allem in einem Siedlungsgebiet, wie hier in der Provinzstadt Nicoya im Norden des Landes. Von diesen Umwelterziehungszentren wird erwartet, dass sie eine Breitenwirkung auch außerhalb des Unterrichtszimmers entwickeln. Erste Erfolge sind sichtbar. Diese Frauengruppe hat sich organisiert und sammelt regelmäßig abgelagerten Abfall entlang von Straßen und Bächen ein. Wir verlassen die Kleinstadt Nicoya wieder. Wie kommt das neu geschaffene Lehrmittel an? Der Projektverantwortliche von SwissContact fährt in die einzelnen Zentren. Besonders interessant ist dies natürlich im Indio-Reservat von Amubri. Das Reservat wurde der Urbevölkerung vom Staat Costa Rica in Selbstverwaltung übergeben. Außer verkaufen dürfen sie damit alles tun. Heute bestreiten sie vor allem Landwirtschaft. Luzi Hugendobler und Stefanie Prügel wollen überprüfen, ob das elektronische Lernen auch von den Kindern dieser einfachen Bauern verstanden wird. Die Umwelterzieherin verfolgt, wie sich die Schüler mit dem neuen Lehrmittel zurechtfinden, ob die Benutzeroberfläche auch für Angehörige einer anderen Kultur intuitiv verständlich ist. Ausgezeichnet, es gefällt mir so zu arbeiten. Es ist eine schöne Erfahrung, weil man viel lernt. Es könnte ein Mittel sein für Jugendliche und Erwachsene. Und nach einigem Zureden überwindet auch Joana ihre Scheu. Es ist sehr wichtig für mich, man muss davon noch viel mehr wissen. Schaffen also die jungen Indios den Spagat zwischen Tradition und E-Learning? Ich glaube, manche sind da gar kein Problem. Für andere ist das dann schon noch recht fremd. Aber ich bin erstaunt, wie nahtlos das denen erscheint, ehrlich gesagt. Der Schritt aus der Tradition in die Zukunft scheint dank Informationstechnologie möglich. Diese neuen Unterrichtsmedien eröffnen den jungen Indios neue Perspektiven. Denn der Zugang zu Aus- und Weiterbildung ist eine Grundvoraussetzung zur Verbesserung der Lebensumstände. Den Menschen in Entwicklungsländern diese Chance zu geben, ist die Aufgabe von SwissContact.